Hey, ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht, hm? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben... Bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden. Aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Hohenstadt. Ich komme aus Hohenstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau, Mara, Dibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Wenn wir die Soldaten haben. Das ist Helge. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbeerenmet braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Oh! Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Bogenschützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet! Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Moin, moin, meine lieben Freunde und herzlich willkommen hier auf meinem Channel bei Weezer HD. Ich melde mich nach einer sechsmonatigen Pause mal wieder zurück. Ja, Leute, ich habe mir überlegt, ich habe mit einem anderen YouTube-Kanal so Videos gemacht, aber ich dachte mir so, nee, auf Weezer HD möchte ich weitermachen. Und ich möchte gerne das Skyrim-Let's Play anfangen. Skyrim komplett durchspielen, aber die Hauptstory, da lassen wir uns Zeit, weil ich weiß, dass die Hauptstory schnell durchgeht. Und man kann am Ende leider nicht weiterspielen, das ist das Problem. Wir spielen auf der PS4 Pro, ich habe hier ein paar Mods runtergeladen, wir spielen mit Mods. Ganz wichtige Anmerkung, mit Mods. Weil das normal habe ich schon durchgespielt, wir spielen die Special Edition. Sprich, hier sind alle DLCs, die es so im Spiel gab. Hier dieses Vampir-DLC, dann gibt es dieses mit Solzheim, mit dieser neuen Map-Erweiterung. Mit das erste Drachenblut. Ich will auch nicht so viel spoilern, wir werden alles durchspielen. Wir werden uns hauptsächlich erstmal um die Nebenaufgaben konzentrieren.
erkunden, leveln. Wir werden, je stärker wir werden, umso höher werde ich den Schwierigkeitsgrad machen und Mods installieren, die mir das Leben noch schwerer machen. Sprich, dass das Leben nicht mehr regeneriert wird und so weiter und so weiter. Und dass die Zaubertränke, die Heilungstränke sehr viel Geld kosten nachher. All das möchte ich machen. Das heißt, es wird ein Endlos-Projekt werden. Und es wird wirklich jeden Tag mindestens eine Folge hochkommen. Oder wenn mal nicht jeden Tag, dann jeden zweiten Tag. Und dann wird zwischendurch mal was anderes gespielt. Auch Just Fun, ein paar Spiele. Und das soll aber wirklich von meiner Seite jetzt ein Langzeitprojekt werden. Ich würde mich über ein Abo freuen und über einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Wenn ihr wenn ihr irgendwas bemängeln tut an meinen Videos, dann schreibt es bitte, schreibt einfach ein Feedback rein, das wird mir helfen. Und ja, ich möchte auf jeden Fall daraus jetzt ein Langzeitprojekt machen. Das Spiel soll auf jeden Fall, ich möchte alles mit euch zusammen machen. Ich habe die DLCs selber noch nie gespielt bei Skyrim. Das ist komplett blind. Und ich habe auch nicht alle großartigen Nebenmissionen gemacht. Ich habe höchstens diese dunkle Bruderschaft gemacht. Da muss ich jetzt kurz spoilern, weil eigentlich kennen, glaube ich, alle Skyrim. Und die dunkle Bruderschaft habe ich gemacht mit Nachtigallen und so früher. Aber nie diese Diebesgilde und so. Oder auch nie Zauberkunst und so richtig doll. Und da, das möchte ich gerne machen. Und halt bei jedem Jahr möchte ich mich hocharbeiten. Sprich, wir werden die Mission machen, wir werden auch Nebenaufgaben erledigen von anderen Personen und am Ende werden wir die Story spielen. Dann werden wir auf den Berg nach oben gehen. Weil ich will nicht sofort auf den Berg nach oben, weil ich weiß, dass die Story schnell geht. Also sie geht wirklich schnell. Ich habe dafür noch nicht mal, ungelogen, ich habe dafür noch nicht mal 4 Stunden gebraucht. Für die allgemein nur für die Story. Ich habe mich einfach mal nur auf die Story fokussiert und auszuprobieren, ob das geht. Und es geht. Es geht wirklich. So, wir suchen uns jetzt hier welche aus. Wir haben hier einmal hier diese... wir fangen oben an. Argonia haben wir. Die können unter Wasser atmen und können auch diese mit ihrer Kraft heilende Haut. Bretone. Also ihr könnt es euch unten durchlesen. Ich will es nicht alles durchlesen. Wir werden hier, ich blätter einmal runter, Bretone. Aber wir, also ich möchte gerne einen Nord spielen. So, hier mal wir schon Augenfarbe machen. Da habe ich schon ein paar interessante gefunden. Ich will möglichst so einen heftigen Charakter haben, so mit Bart, Haare. Haare kann man sich halt auch echt was aussuchen, ne? Ja. Hier werden wir Weezer. Ja, Leute. Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht, um nach Himmelsrand heimzukehren, Stammesgenosse. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wenigstens sterbt ihr hier, in eurem Heimatland. Folgt dem Hauptmann, Gefangener.
Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Zalumter Nord, ihr seid dran. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Beim Reich des Vergessens ist das denn? Wachposten, was habt ihr gesehen? Es ist in den Wolken! Den Göttern, ein Drache! Wie ist das möglich? Wachen, rettet die Stadtbevölkerung! Hey, Stammesbrüder, hoch mit euch! So, jetzt geht's los, alle. Wir werden uns keine zweite Chance gewähren. Hier, Edmund, was denkt ihr, was ihr da macht? Vorsichtig! Ach ja, Leute, wie gesagt, wir spielen halt hier mit Mods. Es sind jetzt hier keine Mods, die jetzt wirklich, mir irgendwelche Vorteile verschaffen, also keine Cheats, auf jeden Fall das nicht. Es sind auf jeden Fall ein paar Gameplay-Änderungen angemacht, auch hier zum Beispiel Dialoge und so, alles besser gemacht. Es ist allgemein, Grafikmods sind drin, ein bisschen Lichtmods, Wettereffekte und so. Ich habe mir da schon gute rausgesucht, auf jeden Fall, ne, also... Auch was die Killcam angeht, habe ich die nochmal so ein paar Mods installiert, wo die echt gut besser ist. Mit mehr Effekte und alles. Und ja. Ich hoffe, euch gefällt das. Wenn ihr irgendwelche Mod-Vorschläge habt für die PlayStation 4, dann sagt die mir bitte mal in den Kommentaren. Ich würde mich freuen und wir spielen weiter. Ja. Schnell speichern aber. Ja, und. Und wir gucken, ob was wir spielen. Nochmal, leicht, sehr leicht, leicht, normal, schwer, sehr schwer, legendär, Experte. Wir spielen jetzt erstmal normal und dann schalten wir gleich hoch. Die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer. Obwohl, warte mal, ich schalte jetzt schon mal höher, Leute. Sorry, dass ich gerade ein bisschen... Oh, das wäre ja langweilig. Und dann schalten wir immer höher. Umso stärker wir werden, umso höher schalten wir. Weil wir merken, es wird zu einfach, Leute. Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Ihr müsst hierher kommen. Los! Tapfer, Junge, das macht ihr sehr gut.
Tore! Alle Mann zurück! Immer noch am Leben? Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiden, Artwa. Bleibt nah bei der Wand. Ja, nah bei der Wand bleiben. Oh, 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 oh. Sind es nur noch wir beide gefangen. Oh, Dicke. Aus dem Weg! Wir fliehen, Hadvar. Diesmal haltet ihr uns nicht auf. Ich hoffe, der Herr bringt euch alle nach Sovngarde. Hier da! Los in die Festung! Was bei der Nacht der Nacht ist, gehen wir! Komm! Hier in. Natürlich mit Ralof, ey. Ich weiß nicht. Ich mag Ralof. Er ist auch am sympathischsten. So, ich trinke einen kurzen Moment ein. Wir sehen uns dann in Sovngarde. Offenbar sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. Das Ding war ein Drache. Kein Zweifel. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Schneiden wir eure Fesseln durch. Hier. Ihr könnt euch Gunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Ja. Na schön. Fallen lassen, fallen lassen. Das brauchen wir alles nicht. Ausrüsten, ausrüsten. Ausrüsten da. Zack. Legt die Rüstung an und schwingt die Axt. Ich werde versuchen, einen Weg hier herauszufinden. Ja, die ist verschlossen. Versuchen wir es mal beim Tor. Schnell speichern. Ne, wir wollen ja nicht sterben. Und wir spielen jetzt auf Experte. Und ich sag mal so, ich will es immer höher schalten. Umso stärker wir werden, umso höher wird sich schalten. Ne, also. Auch wir wollen es immer schwerer spielen. Auf jeden Fall. Legendär kommt dann halt nachher, wenn wir echt gut gelevelt sind, auf jeden Fall. Jetzt bleibt erstmal Experte stehen, so für ein paar mehr Folgen. Umso weiter wir kommen, umso besser, so höher machen wir das. Und halt alles ohne Cheats. Wir werden Nebenstory spielen, die DLCs nach und nach. Ich freue mich auch darauf, echt. Ich habe richtig Bock. Ich will das mit euch zusammen spielen und dann mache ich das auch. Und selbst wenn mir nur zwei Leute zugucken, das ist mir scheißegal. Ich mache YouTube nur, weil ich darauf Bock habe und nicht, weil ich es irgendwie den Drang habe, ich muss jetzt irgendwie Videos machen. Nein, ich habe jetzt einfach mal Bock, nach langer Zeit mal wieder so richtig auf meinen Weezer HD Channel. Ja Leute, das wird auch eine längere Folge heute. Aber wir werden jetzt. Sich von dieser Seite nicht öffnen. Egal. Scheiß drauf. Da kommen die alle. Die Kaiserlichen! Entdeckung! Das sind die entflohenen Gefangenen. Ja. Komm her. Let's go. Yeah!
das, was ihr da jetzt eben gesehen habt. Ey, warte mal, Leute, ich mach mal. Ich weiß halt nicht, wegen der GEMA. Ich weiß halt nicht, wegen der GEMA, ob man die Musik anhaben darf. Deshalb mach ich die mal aus. Weil ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht hatte ja einer von den Kaiserlichen den Schlüssel. Lasst mal sehen. Nur sieht es zwar episch, Leute, ich sag euch das, aber ich will jetzt nicht was von den GEMA bekommen oder nachher irgendwie, dass das Video gesperrt wird oder sonstiges. Ich habe darauf keine Lust. Deshalb mache ich das aus, die Musik. Ihr könnt mich ja aufklären, ob man das benutzen darf oder so, die Musik. Ich kenne mich damit nämlich nicht aus und ich gehe lieber nur mal sicher. Und ja. Nein. Ich wollte hier nirgendwo rein jetzt hier, Alter. Was macht der denn? Mods werden nicht geladen. Lass es jetzt. Hör auf jetzt. Oh Mann, Leute, Alter. Es ist doch zu nerven, Alter. Alter, ich hab da nicht drauf gedrückt. Oh, es ist so nervig. Jetzt werden Mods geladen. Ich wollte aber keine Mods laden, Alter. So. Jetzt ist gut hier. Hier stehen wir nun mit... Wir können das alles so ein bisschen verkaufen. Schlüssel. Das wollen wir mal sehen? Über diese Tür. So, wir wollen jetzt uns erstmal gut bekleiden. Die werde ich auf jeden Fall anlegen. Die werde ich auch auf jeden Fall anlegen. Verschwinden wir von hier. Oh, das könnte doch erstmal meine Rüstung bleiben, oder? Weil das sagt ja nichts dagegen. Hier der Drache den ganzen Turm über unseren Köpfen zum Einsturz bringt. Guck mal, jetzt sind wir doch perfekt ausgerüstet, Leute, Digga. Das wird ein geiles Let's Play. Ich freue mich drauf, Digga. Also echt, ich freue mich da wirklich drauf. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nice. So. Ja, Leute, wie es hier unten weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein. Ich wünsche euch viel Spaß in der nächsten Folge. Die kommt danach anschließend gleich mal mit. Hinterher. Bis dann, haut rein, ne? Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und ich würde mich halt freuen über einen Daumen nach oben und über ein Abo. Und über einen Kommentar, wie ihr das findet. Ob ihr mehr sehen wollt oder nicht. Ich versuche mich anzustrengen, unterhaltsam zu sein. Ich war in meinen vorherigen Videos immer ein bisschen ruhig und ich will das auf jeden Fall aufbessern. Ich habe mir einiges vorgenommen für den YouTube-Kanal. Und wenn ihr irgendwas anderes sehen wollt, dann schreibt bitte die Spiele einfach rein. Für PlayStation am besten. Ich kann verschiedene Spiele anbieten, die ich habe. Assassin's Creed Valhalla oder so. Egal was ich spielen soll, sagt mir mal Bescheid. The Last of Us 2. Müsst ihr Bescheid sagen. Bis dann, haut rein. Euch noch einen schönen Abend. Und ein schönes Wochenende.